bin Beate Heinemann und ich male so circa 30 Jahre. Habe angefangen mit Aquarell und mit Seidenmalerei. Durch eine Freundin bin ich daran gekommen. Hatte aber dann lange so einen Stillstand, so einen. Ja, ich hatte keine. Ich wusste nicht, wie ich mich weiterentwickeln konnte. Das hat sich dann geändert, wie ich in den Zeichenzirkel eingetreten bin. Da habe ich dann noch gelernt mit Acryl, Kohle, Bleistift und wie ich dann vor 3 Jahren noch in den Kunstverein eingetreten bin, habe ich dann noch gelernt, wie man perspektivisch malt und wie man kleine Porträts malt. Das habe ich durch 2 liebe Kollegen im Kunstverein kennengelernt. Ich habe schon 4 Bob Ross Malkurse besucht und einen abstrakten Workshop bei der Marina Kraznitskaja. Und ich werde im März, so Corona will, einen eigenen Workshop geben in der VHS mit abstrakter Malerei. Hier ist jetzt mein Atelier, wo ich mich kreativ austobe. Das ist meine Babsi und das ist mein Bob. Die beiden, meine Liebsten, die ich habe.